Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Transport Beaver 2. So, dritte Folge. Und ja, ich bin gerade dabei, die erste Folge quasi hochzuladen, ja, sodass ihr mal schon was schauen könnt. Und ich bin mega gespannt. Ja, ich hatte in der ersten Folge gesagt, ihr könnt euch Städtenamen aussuchen. Entweder ihr nehmt Städtenamen, wo ihr selber wohnt, oder ihr nehmt Städtenamen irgendwo innerhalb von Europa. Mir völlig egal. Ich bin sehr gespannt, was ihr da habt. Drei Städte habe ich jetzt schon quasi benannt. Magdeburg, Roswein und Prag. Prag habe ich genommen, weil das sogar geografisch halbwegs gepasst hätte. Also ganz genau genommen müsste man das so sehen, ja. Dann wäre es geografisch relativ okay noch. Oh, ein neues Fahrzeug, eine neue Bimmelbahn. 45 km/h, die Borsig und ein neuer Personenwagen. Personenwagen Bayern. Okay. Pass auf, ich lasse das Spiel einfach weiterlaufen, ja, weil wir müssen eh Geld verdienen. Guck mal, wir könnten sogar... Zack, haben wir nur noch 2,5 Millionen Schulden. Wir können da ja mal ganz kurz reingucken. Die Borsig ist neu gekommen, ja. Die hatte 40 km/h, die schafft jetzt schon 45 km/h. Okay, hat jetzt, naja, nicht ganz... Knapp 30 PS mehr, Zugkraft 5 kN mehr. Weiß ich nicht, ob sich das jetzt schon lohnt, die zu nehmen, die auszutauschen. Warte, was kostet die im Jahr? 54.000, die kostet 40.000 im Jahr. Klar, schneller wäre im Prinzip besser. Hat auch ein bisschen mehr Zugkraft, das heißt, wir würden schneller. Ist jetzt die Frage, wenn, dann müsste ich ja beide austauschen, weil wenn ich jetzt eine schnellere hätte, dann würden die sich ja gegenseitig hier wieder behindern. Warte mal, wir können das ja ganz einfach machen. Wir klicken jetzt mal auf Zug 1. Ja, das wäre ja sowieso der älteste. Der ist jetzt so 12 Jahre im Einsatz. Und Zug 2 ist 9 Jahre im Einsatz. Gut, 3 Jahre Unterschied ist jetzt nicht die Welt, ja. Wir könnten gucken. Fahrzeug verwalten. Wir könnten, und wir könnten sogar beide austauschen. Nein, will ich noch nicht haben. Ja, sind beide auf derselben Route, aber wenn, dann will ich einmal Fahrzeug 1. Und zwar, wir könnten das komplett austauschen, indem wir jetzt sagen, wir holen uns jetzt die Borsig, nehmen jetzt Kesselwagen wieder. Warte, jetzt wären wir aktuell auf den gleichen Stand, also von der gleichen Kapazität her, würde uns 800.000 kosten. Also quasi wird gegengerechnet, ja. Unser alter Zug wird quasi verkauft und dieser wird gekauft. Der Zug ist 1,7, also so wie jetzt gerade dasteht, 1,7 wert. Und... wir würden jetzt nur 866.000 bezahlen quasi für, weil wir den Verkaufspreis quasi noch drin haben, ja. So, jetzt könnten wir aber gucken, um die Kapazität zu erhöhen, wie weit könnten wir gehen, bis er schlecht wird, da. So wäre es mittelmäßig. Hätten wir eine Kapazität von 15 mehr, würde uns 1,3 kosten. Das doppelt gerechnet 2,6. Ja, entweder Kredit. Jetzt die Frage, was tun wir? Lass mal das noch ein bisschen weiterlaufen. Warte mal, wie sieht denn eigentlich die Bus Magdeburg? Wie viel Plus machst denn du? 5.400, circa. Hat aber hier ruckelt. Okay, manchmal ruckelt es immer noch, ja. Ich habe ja gerade das Spiel wieder quasi neu geladen. Hier sitzen ziemlich viele Leute, 33 Leute und unsere Kutsche schafft aber nur 4. Wo ist unsere andere Kutsche? Da ist das andere. Okay, ich glaube, wir könnten da aber auch ein bisschen aufstocken. Passagiere. Ja. Ich würde sagen, ja. Komm, so. Bus Magdeburg-Attacke. So, dann haben die gleich doppelte Kapazität. Und das Gleiche. Ja, wir können jetzt... Pass auf, wir sparen jetzt Geld nebenbei. Ja, unsere Züge fahren jetzt die ganze Zeit Geld ein. Und nebenbei holen wir jetzt in Roswein uns auch eine Busstrecke. So, dazu können wir erstmal gucken. Hier sind die meisten Häuser, das heißt, wahrscheinlich werde ich hier den Personenbahnhof irgendwann hinbauen und hier den Güterverkehr, ja? Auf der Seite, ungefähr so. Ja, das muss jetzt nicht hundertprozentig stimmen. So, das heißt, wir holen uns, das hier. Drehen wir erstmal. Jetzt müssen wir den natürlich noch irgendwo halbwegs schick anschließen. So. Und jetzt versuchen wir natürlich noch eine Strecke hinzukriegen.
Einmal hier hin. Ja gut, die Stadt ist quasi wie so ein kleines Kreuz aufgebaut. Es lässt sich jetzt schlecht einen Verkehr rein interpretieren, ja. Das heißt, wir gehen nochmal auf die Ecke und hier ist es sowieso verbunden, ja. Wir können aber trotzdem gerne noch hier noch eine Haltestelle machen. Ja, das ist alles kein Problem. So, gut, da müssen wir eine neue Linie machen. Fupp. Meinetwegen fupp. 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 Okay, hier hinten wendet er dann immer, ja. Wir könnten quasi jetzt nochmal die 2 reinpacken. Nach der 5 würde er dann quasi hier zurückfahren. Wir könnten aber nochmal die Breslauer Straße nehmen. Und würden das umbenennen in Bus Rosswein. Zack. Gut. Dann bräuchten wir jetzt nur noch ein paar Fahrzeuge. Ich sage mal, Rosswein ist relativ Bewohner 66. Macht aber gerade schon knapp eine 300. Also ist schon ein kleiner Unterschied. Das heißt, ich werde erstmal 2 Fahrzeuge kaufen. Bus Rosswein. So. Ja, dann können wir da auch schon mal ein bisschen die Personen hin und her bringen. Rein theoretisch könnte man das jetzt auch in Prag schon machen. Aber nicht so viel auf einmal. So. Züge, wie geht's euch? Ist noch alles schick bei euch? Was ist das? Ach nee, der ist da nicht. Stimmt, das bin ich letzte Mal, wo ich die Zugfahrt mitgemacht habe, habe ich mich schon gewundert, was das hier für komische Steine sind. Wahrscheinlich ist das ganze Terrain ist nach unten gegangen durch die Schiene und da hängt da jetzt ein bisschen in der Luft der Stein. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Irgendwo haben wir das, glaube ich, noch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da hinten, kann das sein? Irgendwo hat man das noch, wo so ein Stein ein bisschen in der Luft hing. Was aber jetzt nicht so dramatisch ist. Ich meine, das geht noch. Ja? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo hatten wir das hier noch gehabt. Nee, doch nicht. Okay, 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 okay. Gut, wo sind denn die aktuellen Fahrzeuge? Ah, die sind da. Die Pferde. Pass auf, wir gucken mal. Wir machen mal eine kleine Fahrt mit in Magdeburg. Flupp. So. Hallo, Magdeburg. Okay, du hast die Züge nicht in der Hand, Kollege. Okay, das sieht schon echt cool aus, ja. Warte mal, wir könnten auch mal ganz kurz... Pass auf, wir fahren mal ganz langsam mit. Ja, damit sieht man das hier vielleicht alles ein bisschen besser. Was haben wir denn hier? Millers Hut. Okay, hier werden Hüte verkauft, hier werden Brookfield Goods. Keine Ahnung, sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden, ehrlich gesagt. Ein Sattler. Okay. The Old Quo sieht ein bisschen aus wie ein Restaurant. Wie eine Bar, würde ich fast sagen. Aber stand ja dann da runter. So, Hotel Renaissance, okay. Schon wieder ein Hüteladen. Brookfield Goods, sieht aus wie Tante Emma. Hier auch, ja. Frisches Obst und Gemüse gibt's da. Horse Show, okay. Pferdeverkauf anscheinend. Irgendwie sowas. Schweizerland steht da. Aha, okay. Die Schweizer haben also auch schon hier Einzug erhalten. Aha, okay. Sieht man die Person? Ja. Guck mal, wie die Person da drinnen sitzen. Okay, wir fahren jetzt mal daneben mit, ja? Guten Tag. Vorsicht. Guten Tag. Ausweichen. Stopp. Da steht Stopp. Steht hier noch irgendwo was? Guck mal, hier ist das... Warte mal. Geh mal ganz kurz raus. Verlass mal bitte die Ansicht. Ah, Mist. Näher kommen wir nicht ran, ne? Guck mal, das sieht aus wie der Parkticket-Automat. Dieser kleine blaue da. Ja, sieht schon ganz nice aus. So. Ich bin an überlegen, ob wir das Geld in der Hand nehmen und die beiden Züge mal austauschen. Bevor die quasi noch mehr Wert verlieren. Ja, umso länger die ja quasi in Einsatz sind, umso länger, umso weniger wert sind die. Warte mal. Fahrzeuge verwalten. Was würde es mir denn kosten, wenn wir beide austauschen? 65 war die Kapazität, die wir haben wollten, ja? Ersetzen kostet 2,6 Millionen. Dafür müssten wir, wenn, einen Kredit aufnehmen. 2,6 Millionen. Oh,
War sogar einer zu viel. Hier wieder schließen. 2,6 Millionen. Wupp! Und schon sind beide ausgetauscht. So, die fahren jetzt natürlich mit 50 Kapazität los. Bei der nächsten Tour haben sie dann halt 65 dabei, ja? Okay, warte mal. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Tschu, die Borsig. Wir können ja mal gucken. Der andere Zug hatte ein bisschen Probleme gehabt. Hier ging es ein kleines bisschen bergauf. Da ist ja nur 12 km/h ungefähr gefahren. Guck mal, der hat schon gleich viel, viel mehr Leistung. Der hält auf jeden Fall hier seine 30. Was ganz gut ist. Ja, die treffen sich noch perfekt. Guck mal, das hat sich perfekt eingespielt. Oder fast perfekt eingespielt. Aber zumindest blockieren die sich gegenseitig nicht mehr. Warte mal, können wir jetzt eigentlich auch... Okay, nee, warte, das gucken wir hier. Die Rate ist 102. Ich glaube, das war vorher... Warte mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es vorher, glaube ich, auf 75. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. So, wie sehen denn hier die Leute aus? Bus Magdeburg. Ungefähr die Hälfte gerade geladen. In Roswein geht es aktuell noch nicht ganz so flott voran. Fährt aktuell noch keiner. Mit dem Bus. Wo ist denn Roswein? Roswein ist da vorne, ja? Ja, obwohl, da stehen aber schon ein paar Leute. Also alles gut. Alles safe. So, kriegen wir es eigentlich mit diesen 50 mehr Geld? Nee, nee. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also müsste bei 600... Doch, geht mehr Geld. Weil schneller ging oder warum? Das waren jetzt knapp 700.000 und wir können schon wieder ein bisschen Kredit abbezahlen. Dann haben wir jetzt nur noch 4 Millionen Schulden. Okay, nice. Sehr, sehr nice. So, dieser Zug sollte jetzt aber voll sein, ja? Genau, 65. Okay, pass auf, das beobachten wir einfach nochmal ein bisschen. Wie schnell kommt er jetzt hier diese kleine Steigung hoch? Der andere hat ja nur 50 geladen, der hat jetzt 65 geladen. Vielleicht macht das noch einen kleinen Unterschied. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall geben sie alle Vollgas, ja? flupp. Okay, aber ich würde sagen, von dem PS halt oder von dem KMH halt, ist da kein Unterschied oder kein Defizit zu sehen. Ja, ob der jetzt nur 50 geladen hat oder 65. Ich glaube, hätte ich jetzt wirklich nur einen Waggon mehr, dann würde das vielleicht einen kleinen Tucken anders aussehen. Er fährt auf jeden Fall seine 45. Gut. Hast du fein gemacht. Gut. Wir gucken nochmal ganz kurz nach Roswein. Guten Tag. Guck mal, wie viele Leute hier schon rumspringen. Wir haben mal irgendwelche Industriegebäude. Was wird denn hier gemacht? Wollten die nicht so wie du Treibstoff haben? Ich glaube, ja. Ich glaube, hier wird Treibstoff in irgendwas... Nee, warte mal. Das sieht aus wie Stahlrohre. Okay, brauchen sie vielleicht den Treibstoff und die Stahlrohre zu formen, zu gießen? Keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt auch nicht so dermaßen aus. Aber sieht schon ganz cool aus, ja? Sieht schon ganz cool aus. So, pass auf, ich würde sagen... Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Geld er gemacht hat. Mist. Auf jeden Fall 500.000 plus. Ah, das wollte ich eigentlich nochmal sehen. Das wollte ich eigentlich nochmal sehen. Pass auf, ich mache einen ganz kurzen Cut und schaue mir das an, wenn der das Geld abgibt. Ja, bis gleich. Hat er gerade gemacht. Oh, herrlich! 900.000. Nice! Also wenn die das jedes Mal reinfahren, dann haben wir bald ausgesorgt. Nee, das haben wir noch nicht, aber das ist schon wow. Das ist schon wow. Meine, die Produktion sollte eigentlich noch ganz easy hinterherkommen. Transport 33% gerade mal. Ja, easy. Das können wir auf jeden Fall immer so lassen. Und mit unseren 800.000... Na gut, 700.000. Die wir jetzt aktuell haben, würde ich jetzt sogar sagen, können wir so langsam... Guck mal, wir haben ja hier noch ein Gleis frei. Wir könnten jetzt unser Öl zur Treibstoffraffinerie bringen. Ja, das heißt, wir können jetzt hier anfangen, einen Bahnhof zu bauen. Warte mal, wie machen wir es am cleversten? Das soll ja... Obwohl, guck mal,
hier nach Roßweiden den Treibstoff reinbringen. Da brauchen wir keinen Zug für. Für diese Pupelstrecke brauchen wir echt keinen Zug. Da können wir die Straße lieber später ein bisschen ausbauen, ja? Und das per LKW reinfahren. Ja, das würde doch viel, viel mehr Sinn machen. Ja, hier Rohöl zum Treibstoff ist easy. Ja, sage ich gar nichts gegen. Das können wir auf jeden Fall machen mit dem Zug. Und dann nach Magdeburg sowieso mit dem Zug. Das ist sehr weit weg. Kein Thema, ja. Aber hier nach Roßweiden, das macht keinen Sinn, glaube ich, mit dem Zug. Also wirklich keinen Sinn. So, ich würde aber trotzdem erstmal anfangen. Cargo, ein Durchgehender. Und da würde ich erstmal zweigleisig... Da würde ich zweigleisig fahren. Was? So, jetzt muss man nur mal gucken, wo wollen wir den am besten hinbauen? Hier wäre ja nicht schlecht, aber da würde halt die Straße ein bisschen... Oder so, dann müsste man hier eine Straße ziehen. Müsste man nur gucken, ob der noch verbunden ist. Weil die, wenn ich den so hinplatziere, die Kurve dürfte halt nicht so krass sein, ja. Wir müssen aber noch einen relativ guten Draht nach Magdeburg erstmal kriegen. So, das heißt, wir könnten den wirklich so hinbauen. Müsste man halt nur die Straße verlängern. Das wäre aber, glaube ich, kein Problem. So, das hat ja schon wieder eine halbe Million gekostet. Ne, warte, ich mache erst die Straßenverbindung. Dann können wir gucken. Dann können wir gucken, ob das auch geklappt hat. So wie wir das wollten, ja. So, Straße. Warum muss der die Straße da hinten so anheben? Ich werde natürlich hier auch eine kleine Schlangenlinie drum fahren. Das wäre auch kein Problem. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Gerade hat er doch seinen schönen Knick gebaut. Okay. Pupp. So, einmal hier schön durch den Wald. So, jetzt nochmal gucken. Ah, ist nicht verbunden. Ist zu weit. Diese Anbindung ist zu weit. Warte mal. Vielleicht können wir das ganze System noch ein bisschen austricksen. Warte. Nein, guck mal. Das geht. Täuscht das? Bin ich gerade blind? Nee, der ist nicht angeschlossen, nee. Ah, Mist. Der ist wirklich nicht angeschlossen. Warte mal, dann würde ich das Ganze... Dann würde ich das Ganze komplett umbauen. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Geld verloren. Ja, gut. Das ist Schwund. So, hier würde es passen, ja? So, das heißt... So. Pup. Na? So, jetzt will ich aber trotzdem die Straße hier noch ein kleines bisschen hübsch machen, weil das sieht sonst ein bisschen, ne, schäbig aus. So. Damit das hier vernünftig angeschlossen ist. So, und hier würde ich jetzt den Knick hier ein bisschen rausbauen. So. Straße. Natürlich könnte man jetzt auch einen kleinen Tunnel machen. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Also, jetzt jedenfalls noch nicht. So, und jetzt könnte man hier anschließen. Wie, warte mal, das gefällt mir nicht so. Wir könnten natürlich auch so sagen, wir nehmen hier die ganze Krümmung, nehmen wir allgemein komplett raus. Ja, das wäre auch kein Problem. So. Und ziehen hier relativ gerade rüber jetzt. Nee. Jetzt hat er hier aber seinen kleinen Berg drin und der gefällt mir halt nicht. Huch, nein, warte, jetzt habe ich falsch angesetzt. So. Ja, so würde ich das jetzt okay finden. Ja, dann können wir jetzt hier mit dem Gleis arbeiten. Das hier ist alles miteinander verknüpft, das ist gut. So, jetzt können wir... Ich würde sagen, dieses Gleis hier nehmen. Oh, wir haben gerade aktuell kein Geld. Okay. Warte mal, ich kann ja mal gucken, was jetzt eine sehr, sehr gute Verbindung wäre. Und zwar, ich versuche einfach mal den direkten Weg zu sehen. Das kostet uns 200.000. Oh, wir haben gerade wieder Geld. So, wie sieht denn das aus optisch? Optisch sieht es sehr gut aus. Und das würde ich auch genauso machen. So, zack. Das heißt, die haben wir jetzt miteinander angebunden. Das ist schön. Jetzt bräuchte man natürlich noch einen Zug.
bin gerade an überlegen. Könnten natürlich hier nochmal was bauen, oder? So, weiter geht's in Text. Ja. Paketbote war gerade da. So, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen jetzt hier nochmal ein neues Depot quasi für Züge, ja. So, einmal. Muss natürlich, am besten schön wäre es in beide Richtungen natürlich, ja. So, zack. Dann können sie nämlich überall rein und raus, wie sie es gerade brauchen, die Züge. Warte, so. Wäre jetzt aktuell die längste Verbindung. Ich bin extra nicht so nah hier rangegangen, weil kann sein, dass eines Tages der Bahnhof auch nochmal größer werden sollte. Dass wir den halt auch größer brauchen. So, gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt können wir noch eine neue Linie machen. Achso, ich kann ja nebenbei weiterlaufen lassen. Wäre ja Quatsch, wenn wir, ne? So, Linienmanager, neue Linie. Und zwar erstmal von hier nach da. Und das nennen wir dann Öl zu Treibstoff. Ja, 1. Ja, damit man weiß, die 1 gehört quasi, das gehört quasi alles in einer Richtung quasi zusammen, ja. So, Treibstoff 1. Dafür bräuchte man dann noch einen Zug, den holen wir uns dann, wenn es soweit ist. Und dann können wir schon anfangen, mit LKWs Treibstoff in Roßweiden reinzubringen. Ja, damit Roßweiden auch ein bisschen wachsen kann, weil, na, 72 Leute von, was hat man Anfang der Folge, ich glaube 66. Das ist jetzt nicht so dolle, ne. Magdeburg, ja gut, Magdeburg ist schon ein bisschen gestiegen, hat schon 40%. Roßweiden hat jetzt 20%, okay. Gut, gut, gut. So, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich lasse nebenbei weiterlaufen, damit wir immer schön Geld reinkriegen erstmal. Ja, jetzt gerade am Anfang ist das relativ wichtig, dass wir erstmal Geld haben. Ansonsten, ja, guck mal die nächsten drei Folgen hier einfach nur zu, wie die Züge so weiterfahren, ja. Judy, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss!